So, das sollte jetzt funktionieren. Immerhin ein Zuschauer ist schon da. Aber ich sehe mich nur schwarz, kann das sein? Den Test noch, dass das alles funktioniert. Hört dich gut und das Bild ist scharf. Das ist schön. Danke, Nick. Also scheint es zu funktionieren. Das ist doch gut. Ja. Dann warte ich noch ein, 2 Minuten, bis der Stream sich füllt und dann geht es auch gleich los. Sehr schön. Gutes Feedback. So, dann möchte ich einmal die Bildschirmfreigabe für die Präsentation. Das sollte auch gut funktionieren. Ich hoffe, alle können das jetzt sehen, auch, dass die Präsentation da ist. Wäre schön, wenn Nick oder Johannes mir ganz kurz einmal Feedback geben können über Facebook, ob meine Präsentation zu sehen ist. Das wäre hilfreich. Man hört dich, das ist auch schön. Hören ist schon mal gut. Hoffentlich sieht man das auch. Einmal surreal und zurück. Nordkorea in einer Woche. Das Ganze hat vor einem Jahr genau angefangen, wo ich das erste Mal. Oh, man sieht keine Presse, habe ich gehört. Das ist schlecht. Das sollten wir ändern. Es dauert noch eine Sekunde. Bildschirm freigeben. Das war noch nicht. Ah doch, jetzt sieht man was, oder? Aber jetzt sollte man zumindest die Präsentation sehen. Und das sollte auch funktionieren. Jetzt Präse links. Wenn ich jetzt auf Vollscreen gehe, ist es immer noch da? Ich hoffe schon. Das wäre zumindest ganz gut. Ja, Nordkorea. Es war ein Abenteuer, wo ich aber sehr schnell und sehr spontan zugesagt habe, ja, wenn die Möglichkeit gegeben ist, dann möchte ich das gerne machen. Die Einladung kam vom OAV durch den Timo Prekop. OAV ist der ostasiatische Verein, der in Hamburg sein Zuhause hat. Und ich habe dort im Rahmen einiger Veranstaltungen, Vorträge oder Paneldiskussionen begleitet rund um das Thema. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Presse wieder weg. Ach, das ist aber nicht ganz optimal. Also, dann machen wir es so. Das geht ja. Ich habe einige Präsentationen und Panels über meine Zeit in Südkorea gesprochen und über meine Erfahrungen auch mit den Firmen. Und dadurch habe ich die Einladung bekommen, bei einer Delegationsreise im Oktober mitzureisen und bin dann auch mit ein paar politisch Interessierten, wie zum Beispiel ehemaligen Staatssekretär Novak, gereist und ein paar Wirtschaftsleuten. Das war eine ganz interessante Gruppe, die da zusammengekommen sind. Insgesamt war die Delegation bis zu 25 Personen groß und Abreise ging über Peking. Sollte dann etwas später dazukommen, weil ich über München geflogen bin. Es hat leider nicht ganz geklappt, weil die Lufthansa etwas spät gelandet ist. So habe ich den Flug nach Pyongyang nicht bekommen und Pyongyang fliegt man nicht jeden Tag. Deswegen stand ich dann in Peking und hatte auch kein Visum für die Zeit in China. Ich hätte nur eins für die Ausreise, aber nicht für die Einreise. Gott sei Dank ist es aber so, dass man in Peking ein 3 Tage Transitvisum bekommen kann und dann ohne Probleme auch 3 Tage in China verweilen kann.
was ich dann auch durfte. So ist das Ganze dann, dass ich erstmal ein paar Tage in China war, habe dort mich nochmal umgeschaut. Das letzte Mal war ich schon vor langer, langer Zeit da und dort hat sich die Welt massiv verändert. Natürlich haben sie alle Smartphones bis hin zu den Mönchen. Fahrräder sieht man immer seltener in der Stadt. Leute müssen da schon zu überzeugt werden, dass man kostenlos seine Fahrräder parken kann, was scheinbar vorher Geld gekostet hat, damit man überhaupt noch mit Fahrrädern in die Stadt kommt. Denn die meisten fahren in China mit diesen Motorrollern bei Tag und Nacht, bei jedem Wetter, wie man auch sieht, mit den lustigsten Schutzmaßnahmen. Was aber faszinierend ist, dass die meisten dieser Roller, oder die Vielzahl der gesamten öffentlichen Verkehrsmittel auch elektrisch mittlerweile sind. Das heißt, dieser Elektrosmog in Peking kommt nicht mehr primär durch die Automobil- oder durch die Mobilitätsindustrie, sondern vielmehr durch die Haushalte und Industrie und gar nicht mehr so stark über die Autos. Kein Wunder, die Autos werden immer kleiner und immer elektrischer. Wie da zwei Leute reinpassen, ist für mich fast nicht vorstellbar, zumindest nicht für uns aus der westlichen Welt. Nach zwei Tagen Peking ging es dann doch irgendwann nach Nordkorea und der Hintergrund war einfach zu schauen, wie sich Nordkorea entwickelt hat, welche wirtschaftlichen Optionen es dort gibt, ob das ernst zu nehmen ist, was dort an Bestrebungen da ist, sich zu öffnen bezüglich wirtschaftlicher, aber auch einer Wiedervereinigung mit Südkorea. Und somit sind wir dann eingeladen worden von der Partei, die uns über die ganze Zeit auch begleitet hat. Da ich aber zwei Tage später kam, habe ich das System etwas vor eine Challenge gestellt, da die Leute nicht darauf ausgerichtet waren, dass auf einmal jemand ohne Begleitung und ohne Delegation und ohne Abstimmung vor Ort war. Geflogen sind wir mit einer Antonov 148 dann endlich und ich hatte mich auch schon drauf gefreut, auf die obligatorische koreanische Musik während des Fluges und auch die Ansagen, die blieb leider aus. Hatte ich dann auch auf dem Rückflug nicht, da wir mit dem Zug ausgereist sind. Ich werde nächstes Jahr aber nochmal nach Nordkorea reisen und dann hoffe ich, dass ich da das ganze Programm mitbekomme. So sieht nordkoreanisches Fernsehen aus. Ich lasse es mal ablaufen. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Großer Jubel, Kim Jong-un, der auf den klassischen Plätzen der Masse zuwinkt, ekstatisch feiernde Soldatinnen, 40% der Bevölkerung sind in der Armee aktiv, das ist schon ein großer Teil, der Rest, 55% sind sehr dem proletarischen Landwirtschaft und auf dem Land lebend, nur 5% sind in den Städten und in industriellen Themen aktiv. Als wenn man einreist, hat man das ganze Thema Einreiseformulare, die sind auch so ein bisschen wie die 60er Jahre. Manchmal hat man aber das Gefühl, es ist eher 30 Jahre, weil man dort immer noch seine Rasse angeben muss, was ich einfach nicht getan habe. Als Österreicher ist man da etwas vorbelastet. Als ich dann angekommen bin, bin ich ins Koryo-Hotel gebracht worden. Die wussten nichts mit mir anzufangen. Es war auch kein Spion gerade da, der sich um mich kümmern konnte. Da hat mich sehr netterweise die Familie Schäfer, die man hier auf dem Foto sieht, Thomas und Mayra Schäfer, abgeholt. Das sind die Botschafter, die Deutschen, und haben mich auch abends zum Essen eingeladen und dafür auch gesorgt, dass ich im Hotel bleiben konnte, weil man mich erst dort nicht lassen wollte, da ich ja keinerlei Aufpasser und keine Struktur hatte drumherum. Und so sind wir dann abends koreanisch Barbecue essen gegangen. Das war sehr, sehr nett. Ich habe sehr, sehr viel über Nordkorea erfahren, über die Geflogenheiten. Und auch Frau Schäfer hat sich dann am nächsten Tag um mich gekümmert und mich sozusagen aus den Händen der Spione gerissen. Was auch sehr kurios war, weil ich morgens um 7:45 einen Anruf auf dem Zimmer bekam, dass man jetzt ein Programm für mich hätte. Gott sei Dank war dann die Botschafterin auch da und wir haben unser eigenes Programm gehabt. Die Hotelzimmer im Koryo Hotel, das ist so das größte und wichtigste Hotel in Pyongyang, wo die ganzen Westlichen untergebracht werden, hat schon seine besten Zeiten hinter sich. Gestalterisch ist da wahrscheinlich auch noch einiges zu machen.
Das ist das Bett. Das ist die Leseecke, die original aus den 50er Jahren ist. Ich glaube, dass man dort noch einige schöne Dinge finden kann. Toll war, dass es einen Wasserkocher auf dem Zimmer gab, deutsches Modell sogar. Generell ist Nordkorea sehr deutschlandaffin, weil das der westlichste von den westlichen Staaten der Staat ist, den man am meisten sympathisiert. Das Problem an dem Wasserkocher war, ich hatte einen deutschen Stecker, aber leider amerikanische Steckdosen. Bin dann runtergegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Adapter. Der Adapter wurde dann auch besorgt. Das hat etwas länger gedauert, der wurde scheinbar auch frisch aus der Wand gerissen oder sonst woher. Immerhin konnte ich dann meine Geräte laden, die ich auch dabei hatte. Also ich hatte dann hinterher meinen eigenen Wasserkocher, das war mir lieber, als die internen Geräte zu nutzen. Grundsätzlich fühlte man sich nirgendwo allein auf dem Zimmer und auf den Fluren. Komischerweise war auch im Koryo Hotel, wenn man zu Fuß runterlaufen wollte, und wir waren so in den oberen Stockwerken, also ich war auf dem 20. Stockwerk, dass dann bei Stockwerk 15 auf einmal eine Wand kam und selbst wenn es brennt, keine Chance gab, diese Stockwerke zu verlassen. Das 14. Stockwerk ist das Spionage- oder Überwachungsstockwerk. Das konnte man auch im Aufzug erkennen, weil da die meisten Leute drauf gedrückt haben. Bis 22 Uhr war Pyongyang beleuchtet. Nach 22 Uhr wurde es immer dunkler, weil auch der Strom immer schwieriger wurde zu bekommen und auch weil weniger Autos fuhren und es war stockduster in der Nacht. Tagsüber habe ich dann gesehen, wo ich dann in dem Hotel war. Das war der Blick aus meinem Zimmer. Hinten sieht man noch ein paar Details aus den Bergen. Relativ bunte Häuser, aber wenig Verkehr. Die Baustelle hatte auch schon länger nicht mehr eine Aktivität gehabt. Wenn man grüne Städte in unserer Region bezeichnet, dann meint man damit Parkanlagen, hießen das eher vermooste und Kulturen innerhalb von alten Baustellen. Wenn man ein bisschen weiter blickt, sieht man die Kohlekraftwerke, die die Stadt versorgt haben und so genauso alt wie die Technologie war, war auch die Infrastruktur, wie die Häuser. Mit einem Zoom-Objektiv habe ich mir dann die anderen Häuser mal angeschaut, die ich aus dem Hotel sehen konnte. Und weil es natürlich bewusst ist, dass Menschen dort auf die anderen Häuser schauen, waren dort selbst im Oktober noch Blumen auf dem Balkon, aber nur auf der Seite, die Richtung Hotel gingen. Dieses Gebäude, die Pyramide, ist für mich ein Sinnbild für Nordkorea, eine Faszination aus dem Grunde, weil sie etwas zeigt, was diesen Surrealismus in Nordkorea komplett widerspiegelt. Das ist ein Gebäude, das hat 150 Stockwerke, über 300 Meter hoch. Was sich aber hinterher herausgestellt hat, ist, dass die Aufzüge so schlecht gebaut wurden, die Schächte, dass man überhaupt gar keinen Aufzug gerade hochfahren kann. Somit wurde dieses Hotel, das es mal werden wollte, nie bezogen. Und man hat einen Deal mit der ägyptischen Telekommunikationsfirma vereinbart, dass wenn sie das Gebäude zumindest verglasen, sie auch den Auftrag bekommen, das nordkoreanische Mobilfunknetz aufzubauen. Und so kam der Deal zustande. Sie haben das Ding verglast. Von innen ist es aber komplett leer. Vielleicht ist da noch ein paar Spionagethemen drin oder irgendwelche Technikthemen, aber grundsätzlich sieht man das Haus von außen als imposant, von innen ist es einfach tot. Und auch nicht absehbar. Hey Simon, you should check this. Ist interessant, kriegt man zwischendurch noch ein paar Informationen. Da gucke ich mal gerade rein. Aber das ist auf alle Fälle eine der Phänomene in Nordkorea, dieses Gebäude. So, die Ampeln in Nordkorea ist das Erotischste, was es gibt in Gesamt Nordkorea. Das sind nämlich diese jungen Damen, die wir da in der Mitte auf dem Kreis sehen. Was ein Phänomen ist während meiner Zeit, ist, dass jedes Mal, wenn ich diese Frauen fotografiert oder diese Ampeln fotografiert habe in ihren Miniröcken, die sie bei jeder Tag- und Nachtzeit und bei jedem Wetter anhaben, ist immer ein Mercedes zu sehen. Werden wir später auch sehen. Also man sieht hier, sie steht in der Mitte mit ihrem Stab und immer wieder ein Mercedes zu sehen. Im Regen ist es so, dass sie dann durchsichtige Häubchen drüber gezogen bekommen, damit der Blick auf sie
nicht verwehrt wird. Und das ist auch, wenn es schneit, was wir auch gesehen haben. Und ansonsten ist das alles wunderbar in 90-Grad-Winkeln und der obligatorische Mercedes. Mercedes ist sowieso ein Phänomen. Wirtschaftlich gesehen fahren dort nicht besonders viele Autos in Nordkorea, hauptsächlich in Pyongyang. Und man sieht auch, die haben meistens Arbeitskleidung oder haben Partei- oder Militärzugehörigkeit. Die Mercedes werden über China importiert, weil es natürlich keine Möglichkeit gibt, sonst westliche Autos ins Land zu bekommen aufgrund des Embargos. Mittlerweile gibt es auch Tankstellen und Taxis, da kommen wir aber später nochmal zu. Wenn man nach Pyongyang reinkommt vom Flughafen, sieht man oben auf dem Berg dieses wunderbare und imposante. Nikolas möchte gerne die Polizistin nochmal sehen. Ich kann dir auch noch ein paar Fotos nachher schicken, Nikolas. Dieses imposante Denkmal, das gesetzt wurde für den Krieg, mit den beiden Vätern von Kim Jong-un, Kim Jong-il und seinem Vater. Das Phänomen zu dieser Geschichte ist, dass die beiden neu aufgestellt wurden vor ein paar Jahren und der linke war vorher Gold. Was die Chinesen gesagt haben, dass sie so viel Geld in das Land pumpen, das kann ja nicht sein, dass das Gold dann irgendwie auf Denkmälern verarbeitet wird. Somit mussten sie das wieder abbauen und dann neu aufstellen. Da man dann spart, hat man dann hinterher gesagt, okay, dann gehen wir sogar so weit, nehmen wir einfach dasselbe Gesicht von beiden, ist ja eine Familie, obwohl die überhaupt ganz unterschiedliche Gesichtsformen hatten. Also somit hat man dann die Bronzestatuen aus den beiden selben Formen gegossen und nur andere Klamotten angezogen. Das ist der große Platz, auf dem man immer diese wunderbaren Propaganda-Aufmärsche sieht. Man sieht dort auch eingezeichnet, wo die einzelnen Personen stehen müssen, wo sie sich hinbewegen müssen. Und der Mitte oben auf dem großen Balkon über den beiden Bildern ist dann die Familie zu sehen, die sich das Ganze dann anschaut. Ansonsten ist da tagsüber, selbst bei schönem Wetter, nichts zu sehen. Hier sieht man ein paar Taxis noch fahren. Aber die meisten Leute fahren nur dann Taxi, wenn sie jemanden kennen, der sie mitnehmen kann oder in irgendeiner Form was tauschen können, weil sonst so viel Geld haben sie auch gar nicht, immer Taxi zu fahren. Die drei Staatssymbole in Nordkorea, und da sieht man im Hintergrund diese wunderbaren Wohnungen, was schon sehr, sehr exklusive Wohnungen sind. Es gibt eigene Viertel für Parteifunktionäre, es gibt Viertel für Militär, es gibt ein Künstlerviertel. Künstler werden sehr, sehr stark hofiert und deswegen ist der Pinsel auch in der Mitte. Hammer für Industrie, Sichel für Landwirtschaft und der Pinsel für die Kunst und für die Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften muss man hier wirklich in Anführungsstrichen setzen. Gegensätze sind dann auf einmal, wenn man mit dem Auto durchs Land fahren möchte, was man sehr, sehr schwer nur darf. Also man braucht Erlaubnis, um von einem Landkreis in den nächsten zu fahren, was einem dann auch erschwert wird, weil die Straßen urplötzlich so aussehen wie hier. In der Stadt selber fahren sehr, sehr viele Busse, die aber auch sehr marode sind, das ganze Netz, und dann berufsgenossenschaftlich nicht ganz korrekt repariert werden. Aber immerhin, es funktioniert alles soweit. Unglaublich sauber alles, und das ist die beliebteste Position. Hocke ist die beliebteste Sitzhaltung in Nordkorea. Die sieht man überall an der Straße. Menschen, die auf irgendwas warten. Look, staring at things. Ich weiß nicht, was da wirklich der Hintergrund ist, warum die 3, 4 Stunden so sitzen. Das ist der nordkoreanische Supermarkt. Die sind mittlerweile sehr, sehr modern. Früher waren das einfach nur so Holzhütten, mittlerweile sind das so Blechhütten. Da kann man alles kaufen, was es so gibt. Da es nicht so viel zu kaufen gibt, sind die auch nicht besonders groß. Und deswegen gibt es auch nicht besonders viel Müll, weil die Leute einfach nichts haben und auch nichts bekommen. Das sind wohlhabende Gebäude, also für Leute, die etwas mehr Geld haben oder in höheren Funktionen arbeiten, die dürfen dann in solchen Gebäuden wohnen. So sieht eine normale Autobahn in Nordkorea aus und das ist auch der normale Verkehr. Überall Denkmäler für das, was alles dort passiert ist. Und so sieht man, wenn man übers Land fährt, dann auch die Autobahn extrem verwaist. Und das ist schon eine relativ gut erhaltene Autobahn. Das Einzige, was man dort in der Mitte sieht, ist ein Mensch, der über die Straße läuft. Oder irgendwelche Schafzüchter, die in dieser Hocke sitzen und auf Schafe starren.
Das ist die einzige Autobahnraststätte in ganz Nordkorea. Als wir dort angekommen sind, die Familie, die dort lebt, war völlig überrascht, dass auch jemand angehalten hat, muss dann alle Lichter schnell anmachen und aufmachen. Auf die Toilette wollte man trotzdem nicht gehen, weil das geruchlich, sag ich mal, kaum zu ertragen war. Wenn da so selten jemand drauf auf die Toilette geht, ist das auch scheinbar nie gepflegt worden. So sieht dann die Autobahn aus, auch am Abend. Man sieht einfach nichts. Und auf einmal kommt eine Riesenschlange an LKWs entgegen. Das Faszinierende an den LKWs sind, die sind komplett verklebt worden, Nummernschilder, weil sie aus Südkorea waren und haben entweder aus irgendwelchen Sonderwirtschaftszonen Güter abgeholt oder Hilfslieferungen gefahren. Aber mussten alles abkleben, damit keine Erinnerung an eine südkoreanische Existenz gibt. Ist auch so ein Farce. Die LKWs sieht man sonst nirgendwo in Nordkorea, so moderne, aber alles, was an Zeichen ist, musste abgeklebt werden. Wir waren da, als wir die gesehen haben, auf dem Weg nach Kaesong. Das sieht man hier. Kaesong ist eine Sonderwirtschaftszone direkt nach Südkorea. Da gibt es riesige Pläne, was man alles machen kann mit mehreren Golfplätzen und Freizeitzentren und Arbeitsplätzen und Fabriken. Das ist unsere Delegation. Wichtig dabei ist, dass die Menschen immer alles aufschreiben mussten. Das ist grundsätzlich etwas, was in Nordkorea zur Kultur dazu gehört. Auf dem Weg dahin sieht man hier Father and Son looking at things. Ist typisch. Und wenn man das auch sieht, sieht man, dass die Leute immer Büchlein in der Hand haben und immer alles mitschreiben. Das gehört einfach dazu. Egal wie, haben sie immer alle ihre Büchlein. Und jedes Wort, was der Führer sagt, ist wie eine Aussage eines Propheten und wird auch entsprechend festgehalten und auch im Land verteilt. Offiziell darf man auf gar keinen Fall Soldaten fotografieren. Da wir nicht so besonders kontrolliert wurden, habe ich dann doch ein paar Fotos gemacht, wie sie zum Beispiel mit uns durch die einzelnen Zonen fahren. Also wir wurden auch extrem überwacht und begleitet. In den Fabriken war es etwas entspannter, weil das von Südkorea aus geleitet wurde. Das ist jetzt eine Kleiderfabrik. Hier werden Anzüge, Jacken und Pullover hergestellt und Strickwaren mit sehr, sehr modernen Maschinen, die halb digital mit den entsprechenden Pattern und Mustern arbeiten konnten. Interessant war das ganze Garn, was wir hier sehen, das kommt alles aus Deutschland. Die Südkoreaner tun alles dafür, dass die Leute, die in der Sonderwirtschaftszone, in dem Falle Kaesong, arbeiten, eine so gute Vorstellung vom Westen bekommen wie nur möglich. Und deswegen gibt es Mittagspausen mit Betriebssport und Kantinen und allem, was man sich vorstellen kann. Das sind halt die Bedingungen, die Südkorea dann aufgesetzt hat. Das sind die Häuser in Kaesong. Auffallend ist, dass dort die Menschen, um das Stromproblem, was es im ganzen Land gibt, aufzufangen, mit Solar Anlagen arbeiten. Das heißt, sie haben alle Solarpanel vor ihrer Wohnung und eine Autobatterie im Haus, sodass sie zumindest am Abend Strom haben für eventuell Fernsehen oder für Licht oder für das ein oder andere elektrische Gerät. Genau. Deswegen sind Batterien überall zu kaufen und auch nicht so teuer wie andere Luxusgüter im Vergleich. Wenn man sich bewegen will im Land, gibt es ein paar Motorräder, die auch überschaubar teuer sind, also die kosten so um die 1.000 bis 2.000 Euro im Vergleich. Das ist ein japanisches Modell, aber man darf auf gar keinen Fall den Hersteller sehen, deswegen ist alles überklebt. Und es wird auch dafür gesorgt, dass alles, was dort an entsprechenden Zeichen ist, nicht erkennbar ist. Wenn man dann im Hotel am Kiosk ist und schaut, was kann man dort kaufen, da kann man irgendwelche abstrusen Getränke kaufen, natürlich irgendwelchen Schnaps oder Trockenfisch oder irgendwelche Süßigkeiten, wobei die extrem teuer sind. Trockenfisch, das bricht man sich halt so ein Stück raus, wie wir das vielleicht mit Brot machen oder mit anderen Lebensmitteln. Auf dem Rückweg dann wieder Autobahn, da sieht man auch wieder einen Mercedes und ein paar Fahrradfahrer und Fußgänger. Das ist es dann alles, was man dort sieht. In den einzelnen Läden findet man dann obskure Getränke wie Schnaps mit Schlangen, das kennen wir auch aus China. Weiter auf der Strecke sieht man dann die Menschen wieder hocken und man sieht eine Kuh, die man auch sehr, sehr selten sieht. Man sieht aber das typische landwirtschaftliche Fortbewegungsmittel. Das zeigt auch, wie weit die Landwirtschaft zurück ist. Nämlich, wir sind wirklich im Mittelalter. Die Hauptlogistik erfolgt dort über einen Ochsenkarren, wie wir ihn hier sehen. Der hat immerhin Stahlräder. Die meisten haben zumindest Holzräder dort.
Und die Kuh ist auch relativ stabil und auch gut genährt. Das spricht für die Region. Wenn man aufs Land, weiter aufs Land kommt, sind die sehr, sehr mager. Und man fragt sich, wie sie sich überhaupt auf den zwei Beinen halten können. Von Kaesong sind wir dann in die demilitarisierte Zone. Das ist zwischen Nordkorea und Südkorea gefahren. Da sieht man auf der anderen Seite von dem nordkoreanischen Gebäude jetzt das südkoreanische Gebäude. Die drei blauen Häuser stehen genau auf der Grenze, die in der Mitte zwischen den Häusern verläuft. Und dort sieht man auch dann entsprechende Soldaten, die diese Grenze bewachen, aber nur auf der nordkoreanischen Seite, nicht auf der südkoreanischen Seite. Und dieser Mittelbalken aus Beton ist die Grenze. Da ist man aber auch hochsensibel. Auf dem Rückweg haben wir dann in einem wunderbaren Restaurant angehalten. Da gab es der Kimchi natürlich zu essen, wie es das immer gibt. Das kann, wenn es gut aufbereitet ist, so aussehen. Manchmal ist es extrem scharf, manchmal ist es extrem knoblauchhaltig oder manchmal ist es beides scharf und ganz viel Knoblauch. Dieses Kimchi gab es auf dem besten Restaurant in Pyongyang. Das ist ein Schiff. Das Interessante, das heißt Rainbow. Das Interessante an dem Schiff ist, als man es zu Wasser gelassen hat, ist einem erst dann aufgefallen, dass es so groß ist, dass es nicht unter die Brücken herfahren kann. Das heißt, man kann ungefähr 200 Meter nach links und 200 Meter nach rechts fahren. Das war es dann. Deswegen bleibt das Schiff dort auch immer stehen. Logistik sieht man hier den Bus. Es ist ein relativ moderner Bus in Pyongyang. Das erfolgt über Elektroantrieb. Die sind relativ voll. Und wenn man den Film 50 Shades of Grey in der zweiten Version drehen möchte, könnte man das als unerotische Variante mit den Bevölkerungen in Pyongyang machen. Die Bekleidung ist entsprechend vorgeschrieben, genauso wie es auch für die Studenten klar vorgeschrieben ist, was sie anzuziehen haben und wie ihre Frisuren sind, insbesondere für die Frauen. Auch hier wieder Polizistin für den Nick mit Mercedes. Das sind so die Plätze, aber man sieht, dass da sehr, sehr wenig los ist. Im Hintergrund auch wieder das Phänomen, diese Pyramide. Seitdem die ägyptische Telekom dort das Ganze aufgebaut hat und in Pyongyang das Netz aufgebaut hat, gibt es dort auch ein Smartphone-Netz und auch Smartphones, chinesische natürlich, die primär zum SMS-Schreiben und Telefonieren genutzt werden. Es gibt aber auch so ähnliche Spiele wie Candy Crush Saga oder einfache kleine Shooter-Spiele. Aber primär ist das wirklich ein Kommunikationsmittel. Was auffallend ist, ist, wenn mal jemand was Buntes trägt, dann sind das jüngere Menschen, also ich sage mal bis 25. Es ist irre sauber, weil jeder Mitwohner in Pyongyang seine Dienste tun muss. Dort morgens 1 bis 2 Stunden kehren, Laub zusammentragen und sonst was ist. Und es gibt auch keinen Müll. Also es ist irre, weil die Leute einfach nichts wegzuschmeißen haben. Selbst die Zeitungen werden nicht weggeschmissen, die werden aufgehoben. Man, das Wort ist ja heilig von Kim Jong-un und deswegen darf man auch die Zeitung nicht wegschmeißen. Und weil alles Heiligtum ist und diese Führer auch entsprechend so verehrt werden, gibt es ein Mausoleum und das war das Skurrilste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Wir durften, das ist ganz wichtig, die beiden verstorbenen Führer besuchen in dem Mausoleum. Und das sind irre lange Gänge und in der Mitte liegt er dann in so einem Glassarkophag aufgebahrt, wird extrem bewacht. Man muss durch Luftschleusen über antibakterielle Matten laufen. Man muss alles abgeben, wird komplett durchsucht. Das ist schlimmer als nach 2011 am New Yorker Flughafen. Also es ist schon sehr, sehr extrem und es ist halt auch eine Pilgerstätte. Und man sieht dann die Körper aufgebahrt. Man sollte sich von drei Seiten verneigen, was manche getan haben, manche nicht. Ich habe es auch nicht getan, weil ich da auch gar keinen Bezug zu habe. Aber es ist natürlich einer der Wahlfallorte, der jeder Koreaner einmal gemacht haben muss. Und dafür gibt es dann auch die Erlaubnis, die Region zu verlassen. Wieder Polizistin mit Mercedes. Das ist so ein Running Gag. So sehen die Kaufhäuser dann aus, wenn richtig viel los ist. Da wird dann entsprechend auch mal frische Teigwaren verkauft oder einfach auch das Smartphone benutzt und ein bisschen geplauscht. Danach haben wir die Universität besucht und haben uns informiert, wie der Bildungsstand ist. 38% der Bevölkerung, auch der Landbevölkerung, haben einen Hochschulabschluss, was erstaunlich viel ist. Wir sehen hier auch Leute aus der
Region, hier der Leiter der Hochschule in Hof zum Beispiel, wo wir erklärt bekommen haben, dass alles elektronisch ist und man auch sehr digital lernt. Erstaunlich war, dass manche Tastaturen gar nicht eingesteckt waren oder die Tastaturen so neu und so unbenutzt waren, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie je wirklich benutzt worden sind. Die Rechner sind relativ modern. Das ist, obwohl alle Englisch lesen kann, spricht dort keiner Englisch oder darf nicht, wie auch immer. Phänomenal sind dann diese Tafeln zu sehen, wo der letzte Stand der Technologie zu sehen ist. Und mein Highlight war dann zu sehen, okay, anstatt Photoshop benutzt man dort noch Paint. Das Hauptbetriebssystem in Nordkorea ist Red Flag, eine Kopie von Windows 7. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es auch recht viele Windows-Rechner gibt und sehr viele HP-Rechner und Ausstattung. Wir haben leider keine Studenten kennengelernt, nur ein paar Dozenten gesehen, aber auch nicht wirklich reden können. Auch eine sehr skurrile Begegnung. Das Leistungsschwimmerzentrum an der Uni ist wirklich toll ausgebaut, sehr, sehr modern, sehr gut erhalten, mit extrem warmem Wasser, wo überhaupt kein Leistungsschwimmen stattfinden kann. Das ist völlig utopisch, da kann man höchstens Wellness machen, aber keinen wirklichen Schwimmsport. Zumal auch der Aufzug im Sprungturm eine Überraschung ist, wenn man bedenkt, dass alles so arm ist, aber man hat zumindest schon mal, um auf die 5-Meter-Plattform zu kommen, einen Aufzug. Das sind die Extreme, genauso wenn man zum Beispiel den Lac de Triomphe sieht, mitten in Pyongyang. Der muss natürlich größer sein als der in Paris. So sieht man auch, wie viel Verkehr dort ist nochmal. Und die Menschen tragen ihre Kinder sehr fantasiereich auf dem Rücken. Da gibt es verschiedenste Varianten. Aber die Kinder sind immer sehr, sehr gut eingepackt. Das ist auf dem Weg in die U-Bahn. Wir durften netterweise mit der U-Bahn fahren. Es gibt eine U-Bahn im gesamten Land. Das sind 2 Linien, insgesamt 14 Stops. Sehr, sehr schön. Ich glaube, fast nach russischem Vorbild. Moskau oder St. Petersburg. Es geht auch sehr, sehr weit runter. Die Leute waren extrem verstört, als wir dann vor Ort waren, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass westliche Leute, die eigentlich nicht offiziell U-Bahn fahren dürfen, auf einmal vor Ort waren. Auch dort alles picobello sauber, kein Papierchen, gar nichts zu sehen, kein Staub, aber ein paar Privilegierte mit entsprechenden Tablets. Das ist auch eines meiner Lieblingsbilder. Es ist morgens 6 Uhr im Hotel. Ich habe mit ganz offenem Fenster geschlafen, obwohl es bitterkalt war. Fing dann die Musik an, Propagandamusik in der gesamten Stadt. Damit fing auch das Fernsehen an, das dann ab 9 Uhr wieder ausgeschaltet war und während des Tages wenig lief. Und wenn man dann zwischendurch mal reinschauen wollte, wenn man normalerweise arbeiten sollte, kriegte man das Testbild zu sehen. Musik war überall, man muss es mögen, sage ich mal. Was hat man mit dem Mercedes auf sich? Ja, das weiß auch nicht. Mercedes ist das Statussymbol schlechthin, kam die Frage. Und ich bin erstaunt, wie viele da rumfahren. Gefühlt würde ich sagen, sind das bestimmt 5% der Fahrzeuge sind Mercedes. Und dann Rest paar Deutsche noch, alte Santana und Jetta und vielleicht ganz, ganz wenig BMW und sonst ein paar chinesische Modelle noch. Wir sind dann in eine koreanische Fabrik gegangen, Kosmetikfabrik in dem Fall, da habe ich mich gefühlt, als wäre ich bei James Bond und Dr. No irgendwie in den 60er Jahren. Das ist eine Prozessanlage zur Aufbereitung für Cremes in dem Falle. Sehr, sehr skurril, um in den Reinraum, also in den aseptischen Reinraum zu kommen, mussten wir dann Kittel anziehen, Mundschutz, Hände waschen und sind dann durch eine Kammer gegangen, wo wir mit Luft bepustet wurden, aber es gab keine Abluft. Also von daher völlig skurril. Vor allem sind wir raus über eine normale Tür gegangen und als wir dann in dem Raum waren, hat einer gefragt, warum ist denn da ein Fenster offen? Also es ist schon sehr, sehr sauber vom Boden, aber es ist sehr, sehr viel Schein und ganz wenig Sein. Auch die Maschinen sind sehr, sehr alt und die Experten, zum Beispiel hinten sieht man eine Wasseraufbereitungsanlage, konnten auch nicht nachvollziehen, wie man dort wirklich reines Wasser aufbereitet. Industrielle Abfertigung sieht ungefähr so aus, dann sitzt eine Frau an einem riesen Füllapparat und füllt per Fußpedal die Cremeflakons auf. Das ist eine Tagescreme, die wird per Füllpedal befüllt. Somit sind auch die Füllmengen recht abweichend von Unterschieden bis zu 30% sind da ganz normal. So sieht dann die gesamte Fabrik aus
Wir wurden auch immer schön gefilmt, natürlich, wenn man westliche Leute da waren, muss man das hinterher im Fernsehen auch propagandamäßig ausschlachten. So sieht die Zahnpasta-Produktion aus. Hygienisch ist bedingt, zumal der Output sehr, sehr gering ist. Und man fragt sich, wie man mit so einer Produktionslinie es schafft, 25 Millionen Menschen zu versorgen mit entsprechenden Hygieneartikeln. In dieser Fabrik, die sehr modern war, sieht man dann auch den Fernseher mit den entsprechenden Fernsehschoner. Der muss natürlich auch entsprechend gepflegt werden. Nicht, wie wir eben gesehen haben, der Flachbildschirm mit dem Testbild. Das war im Hotel. Das hier ist ein Hotel. Das ist in der Industrie. Und in der Industrie wird dann das natürlich geschont, was man hat. DVDs werden natürlich auch gezeigt. Nochmal Polizisten, der klassische Blick, wie man in England versucht, den Bobbys beim Palast irgendwie ein Lachen rauszukitzeln, haben wir das auch versucht mit den Polizistinnen, aber es hat nicht funktioniert, außer dass man angepfiffen wurde. Nachts wurde es dann dunkel in Pyongyang, die paar Autos wurden zu sehen und dann haben wir uns auch schon wieder langsam auf den Weg Richtung China gemacht mit dem Zug. Die Zugfahrt war sehr, sehr kurios, da kommen wir später noch zu, aber was man, wenn man aus dem Fenster blickt, sieht man Menschen, die am Gleis arbeiten. Einen sorgen dafür, dass dort kein Grünzeug wächst und alles sauber ist. Die anderen, die dort arbeiten, kehren Schotterstraßen. Und die dritten, da sieht man mal Massen, haben die Aufgabe, einen Stein in zwei Steine oder drei Steine zu verkleinern. Das ist wirklich, die machen aus großen Steinen kleine Steine. Das ist eine ABM, also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und das sind Massen an Menschen, die dort arbeiten, entlang der Gleise und dafür sorgen, dass das alles schön aussieht und auch gepflegt wird. Auf den Zügen wird alles Mögliche transportiert, weil die Straßen nicht besonders gut sind. Das Schienennetz ist einigermaßen ausgebaut, dank der russischen und chinesischen Förderung auch. Und hier sieht man einen Propagandawagen, der tagsüber durch die Stadt fährt und Musik spielt und natürlich die Botschaften und die neuesten Beschlüsse von Kim Jong-un oder der Partei oder dem Militär kommuniziert. Hier sieht man auch mal einen Ochsenwagen. Das ist jetzt ein bisschen raus aus Pyongyang, schon Landwirtschaft, da wird Kohl angebaut. Ansonsten gibt es Reis und massig Mais, was abstrus ist, weil Mais sehr, sehr viel Energie aus den Feldern zieht und auch nicht wirklich nahrhaft ist, aber schnell wächst, denn das ist für die Landbevölkerung das wichtigste Nahrungsmittel. Der Reis geht ans Militär. Von den Machtverhältnissen ist es so, dass das Militär und die Partei sich sehr, sehr stark ausgleichen, die Familie gar nicht so stark positioniert ist, wenn die Familie dort irgendwas erreichen will, ist das Militär sehr eigenständig und schießt dagegen, wenn sie nicht damit einverstanden sind, schießt dagegen, ist im wahrsten Sinne des Wortes, hat schon einige Krisen gegeben, die dann auch dazu geführt haben, dass Sonderwirtschaftszonen kurzfristig für mehrere Monate geschlossen werden und damit dem Land die Devisen entzogen werden. Deswegen mussten wir auch alles mit Euro zahlen und kamen offiziell nicht an den koreanischen Won ran. Der auch einen sehr kreativen Wechselkurs hat, je nachdem, mit wem man tauschen möchte, wenn man es überhaupt hinbekommt. Und es gibt auch nicht viele Wechselstationen in Pyongyang, sagte die Botschafterin, gibt es nur drei Stationen, wo man überhaupt tauschen kann. Ja, Ochsenkarren, wie man hier sieht, da wird alles aufgeladen. Dazu gibt es auch noch ein Phänomen, es gibt eine Düngequote, also jeder, der auf dem Land arbeitet, muss seinen Anteil an Dünger aufs Land bringen, damit das alles wächst. Und da man ja nicht so viel Bioabfall zu Hause hat oder so viel produziert, wird halt das Stoffwechselendprodukt gesammelt, damit man seine Quote schafft und die fährt man dann rauf aufs Land. Das wird dann gewogen und dann wird es aufs Feld gekippt. Weitere Details erspare ich jetzt in dem Falle. Das ist ein schönes Bild, wenn man mal sich die Logistik im Land anschaut. Ochsenkarren, Militär auf dem Motorrad, der OPS-Fahrer auf dem Fahrrad, der irgendwelche Schläuche von A nach B bringt. Fahrräder sind recht viele dort, aber genauso viele Ochsenkarren auch. Genauso sieht das aus. Holzräder, es ist alles etwas langsamer dort. Das ist doch das Phänomen, dass es relativ viel Marihuana in Nordkorea gibt und auch scheinbar geduldet ist, obwohl Drogenkonsum, da gibt es Todesstrafe. Vielleicht erklärt das auch, warum alles etwas langsamer in Nordkorea ist. Als wir dann mit dem Zug aus dem Land rausgefahren sind, haben wir einen nordkoreanischen Wagen gehabt, einen klassischen. Da sind drei Etagen
insgesamt 6 Betten in einem Abteil. Das kann man auch nicht zumachen. Man sitzt halb draußen auf dem Gang oder halb im Abteil. Wir haben natürlich, die Deutschen haben alle Bier mitgenommen und Bier getrunken. Wenn wir gewusst hätten, was uns auf der Zugfahrt erwartet, hätten sie wahrscheinlich viel mehr mitgenommen. Obwohl es große Flaschen waren, war der Vorrat recht schnell aufgebraucht und man hat auch recht schnell das Bordbistro, das es gab, geplündert. So sieht das Ganze dann aus. Man muss in so ein Abteil auf 3 Etagen nicht nur sein Gepäck, sondern sich selbst auch unterbringen. Kleiner Tisch, Fenster konnte man nicht aufmachen. Und so haben wir dann die Zugfahrt verbracht. Der Nordkoreaner reist oder Chinese reist dann gerne auch schon mal zusammen in so ein Bett, weil es natürlich auch sehr, sehr teuer ist, wenn man überhaupt reisen darf. Die Zugbegleiter haben Smartphones und beschäftigen sich primär mit irgendwelchen Candy Crush Games, anstatt sich mit dem Zug zu beschäftigen oder mit Rauchen, dass man ja dort im Zug darf. Schön, dass man die Fenster nicht aufmachen darf. Da wir auf einmal urplötzlich stehen geblieben sind im Zug, und da gab es verschiedene Geschichten drum, von technischen Defekt bis hin zu gezielter Maßnahme des Militärs, um uns nicht bei Tageslicht nach Dandong fahren zu lassen, damit wir das Land nicht so sehen, haben wir dann 6 Stunden auf einem Abstellgleis gewartet und gewartet und gewartet und irgendwann an uns sind alle Züge vorbeigefahren. Wir durften dann irgendwann, als es dunkel war, auch weiterfahren, nachdem auch kein Bier mehr da war und es wurde kalt. Wahrscheinlich waren auch die Zigaretten irgendwann aufgebraucht. Durften wir dann weiter. Das sind die Toiletten im Zug. Wenn man dann steht 6 Stunden und alle auf die einen, das ist ja nur ein Loch im Boden, kommt der Gegengeruch dann von unten hoch, dann hat man eine schöne Mischung aus Zigaretten und Toilette. Beheizt wurde der ganze Zug mit einem Kohlewagenabteil. Das wurde halt hinten am Ende des Zuges mit Kohle beheizt und Holz. Und das war das Ganze, wo die Wärme herkam. So sieht das Ganze dann am Bahnhof in Pyongyang aus. Und als wir dann in Dandong in China angekommen sind, sah das Ganze dann so aus. Da sieht man, wie krass die Unterschiede sind. Vorher wurde noch extrem alles durchsucht während der Zugfahrt. Da wir sehr, sehr spät waren, fast 7 Stunden Verspätung oder 8 Stunden Verspätung ungefähr, hatten wir Glück, dass es die Durchsuchung und alles im Zug erfolgte, wieso mit nicht ewig lange in Nordkorea durchsucht wurden und auch in China das relativ schnell ging, weil die alle dann auch irgendwann mal nach Hause wollten. In der Regel dauert das zwischen 2 und 4 Stunden an der Grenze, bis alles durchsucht wurde, alle Handys, alle Kameras, alle Bilder durchgesehen wurde. Da wir aber unter Begleitung waren, hatten wir scheinbar relativ viel Glück gehabt. Das war unsere Delegation nochmal, angepasst an die 50 Shades of Grey. Jeans ist übrigens in Nordkorea überhaupt nicht gern gesehen und auch fast schon verboten. Es sind die klassischen Arbeitsanzüge immer zu sehen, in Grau mit Stehkragen und jeder hat so einen kleinen Anstecker von den beiden Vätern von Kim Jong-un an oder von der Partei oder von der Landesflagge. Ja, Toiletten können sehr kommunikativ und offen sein. Man sollte sich dann Toilettenpapier mitnehmen. Kennt man aus anderen Ländern auch. Hier sieht man nochmal schön den Aufzug im Kori-Hotel. Der 14. Knopf ist extrem stark verbraucht. Ein Phänomen, was wir hatten, ist, dass wir natürlich begleitet wurden von der Partei, die sich sehr, sehr stark um uns bemüht hat und auch es sehr, sehr gerne sehen würde, wenn sich die deutsche Industrie, die deutschen Hochschulen, auch deutsche Medien mit dem Thema Nordkorea stärker auseinandersetzen und auch investieren. Das war der Botschaftsempfang bei der Familie Schäfer. Das ist ein Kuriosum, weil die Nordkoreaner noch nie in der deutschen Botschaft waren, also noch nicht offiziell. Das ist lustig, weil man geht davon aus, dass sie abgehört wird und macht man sich auch keine Illusionen, aber sie waren halt noch nie offiziell in der Botschaft und war das erste Mal durch uns, dass sie überhaupt offiziell auf das Gelände durften. Deswegen waren auch ganz, ganz viele da aus der Partei. Die Botschafterin, die aus Guatemala stammt, hat dann sehr lecker Gulasch gekocht und verschiedene deutsche Speisen, für all das, was man dort im Laden halt auch kaufen kann. Aber es war wirklich ein ganz toller Abend, ein toller Austausch, der auch gar nicht so unter der Anspannung stand, wie es so die gesamte Reise war, wo sich natürlich immer wieder
man das Gefühl hatte, dass da natürlich ein unglaublicher Druck auf die Delegation seitens der Nordkoreaner herrschte und auch die Erwartungshaltung. Ich war in verschiedenen Gesprächen, wo ich mir ein Bild machen wollte zum Thema Digitalisierung, Entwicklungsressourcen, Infrastruktur, Vorgehensweisen. Habe dann ein Gespräch geführt mit einer Gesellschaft, die 33 Mitarbeiter hat und Managementberatung macht, aber nicht auf die Frage antworten könnten, welche Methoden sie denn überhaupt verwenden und welche sie kennen, welche Sprachen ihre Entwickler sprechen oder wie man dort vorgeht und auch welche Jobs die 33 Personen haben. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Schein und wenig Sein. Ich habe dann eine Liste bekommen für ein Investment von 10 Millionen. Diese 10 Millionen war ein Macintosh-Computer, der Lieblingscomputer der Familie Kim Jong. Auch Kim Jong-un und Kim Jong-il arbeiten oder einer hat gearbeitet, der andere arbeitet auf Apple-Geräten, auch iPhone. Der sollte dann $44.000 kosten. Und man brauchte skurrilste Geräte, eine Zigzag-Maschine, ein Oszilloskop und ein Mac. Das steht auf der Liste für Managementberatung. Ich glaube, dass da wenig Struktur und Strategie hintersteckte oder man uns ganz gezielt verhöhnen oder verarschen wollte. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig, was da das Fazit ist. Da ja Kultur und Kunst ein wichtiges Thema in Nordkorea ist, wird auch viel gemalt und das wird auch sehr stark unterstützt. Dagegen ist die Auswahl der Motive sehr eigenwillig. Kinder, die eine Freude haben, Spritzen zu bekommen, findet man genauso wie Bogenschützen oder Leute, die irgendwie in irgendwelchen Wasserparks rumfahren, von denen es ja maximal zwei gibt. Hier sieht man nochmal ein Bild aus Dandong, aus der Grenzstadt nach Nordkorea. Ich bin im Hotel auf der chinesischen Seite. Auf der anderen Seite des Flusses ist Nordkorea. Da gibt es natürlich dann kaum hohe Gebäude und auch viele Propagandaschriften auf den Gebäuden. Das Kuriose war, als wir von Dandong dann weggeflogen sind nach Peking, sind wir am Flughafen angekommen und man war dann total verstört, dass wir schon da waren. Die Deutschen waren natürlich überpünktlich am Flughafen. Der Flughafen war komplett dunkel und als wir dann kamen, wurden alle Lichter angemacht. Die Leute sind dann sozusagen aufgestanden. Wir waren auch der einzige Flug, der dann abgegangen ist. Und wir haben erst gedacht, wir haben uns total verfahren. Zum Abschluss noch eine Note, Banknote 5000 Won. Das sind, ich glaube, 5 Euro ungefähr, wenn man das umrechnet, mit natürlich den entsprechenden Konterfeis drauf. Das ist ein paar Eindrücke aus der Zeit vor Ort. Gerne beantworte ich jetzt Fragen, wenn es Fragen gibt. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert hier. Wenn jemand im Chat ein paar Fragen stellen möchte, sehr, sehr gerne. Oder auch gerne über Facebook oder Twitter. Dann würde ich das tun. Haben wir noch 10 Minuten. Keine Fragen. Mal schauen, ob es da was auf Twitter gibt. Fragt mich Twitter, ob das meine Adresse ist. Vielleicht keine Fragen. Gut, dann erzähle ich noch ein bisschen was. Grundsätzlich bin ich erstaunt, wie ein Land überhaupt so existieren kann, so abgeschottet. Nur weil es so abgeschottet ist, lässt sich das überhaupt so führen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr lange zu halten ist, weil natürlich immer mehr Einflüsse aus China kommen und auch die ganzen Ressourcen, die es im Land gibt, an China verkauft werden, China da den Druck macht, das ganze Kapital, das ins Land fließt, primär aus China, etwas aus Russland kommt. Es ist kein Chat da. Ich habe einen Chat hier. Muss man den einschalten? Das muss ich mal gucken, aber eigentlich nicht. Ansonsten gerne Fragen über Facebook oder Twitter stellen. Jens Altmann, hat ihr wirklich im Bewohner zu reden oder in Kontakt zu treten? Wir hätten die Möglichkeit gehabt, wir wollten aber den Bewohnern dort nichts Böses tun, weil in dem Moment, wo man mit denen redet, kriegt man selber keinen Ärger, die kriegen aber besonderen Ärger. Es sei denn, man wird in eine Familie eingeladen, das ist dann aber von der Partei organisiert
Und überraschenderweise spielen die dann ein deutsches Volkslied, wo wir dann natürlich vorher wussten, welches Volkslied dann entsprechend kommt und wir mitsingen können. Also es war schon alles inszeniert. Ansonsten wird ganz klar davon abgeraten, dort mit der Bevölkerung sich auszutauschen. Der Gruppenchat, den müsstest du bei dir einblenden, Mike, wenn du ihn hast. Ansonsten kann ich auch mal gucken. Keine Fragen über den Chat. Unterschiede. Unterschiede zu was, Nick? Südkorea, also Unterschied zu Südkorea, das kann man gar nicht vergleichen. Südkorea ist der digitale Staat. 2018 soll es keine Schulbücher mehr geben, sondern nur Tablets. In Nordkorea gibt es zwar eine sogenannte E-Library, aber man hat nur Zugriff auf die eigenen Schriften, ganz wenig natürlich, was naturwissenschaftliche Themen angeht, sind sie sehr, sehr stark. Zielsetzung der Universitäten dort ist es, 80% der Bevölkerung zu einem Schulabschluss, also einem Studienabschluss zu bringen, was völlig abstrus und unvorstellbar ist. Es gibt 300 Universitäten vor Ort, aber da die Industrie so weit zurück ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie irgendwas im Bereich Industrieentwicklung machen. Auch gibt es einige lustige Geschichten über das einzige Skigebiet vor Ort, das ja zum Jahrestag der Partei eröffnet werden sollte, wo sich aber die Schweizer dann hinterher geweigert haben, die Lifte zu liefern. Und dann haben die Nordkoreaner gesagt, ja, wenn ihr uns keine Lifte liefert, dann bauen wir die halt selber. Wenn wir Atomwaffen bauen können, können wir auch Lifte bauen. Ich möchte nicht wissen, wie die Atomraketen aussehen. Ansonsten gibt es Prestigeprojekte ohne Ende. Es wird irgendwann mal ein tolles Freizeitparkgelände aufgemacht, aber das dann wieder nicht genutzt wird. Aber es ist ein Phänomen, dieses Land. Glaubst du, dass du nach dem Hangout nochmal rein darfst? Willst? Ja, ich will unbedingt und ich glaube, dass ich auch darf. Das ist denen ja auch bewusst. Wir haben auch dort vor Ort recht frei geredet, was wir so denken. Es gab im Stern im Fokus da einen Artikel über einen Deutschen, der in Nordkorea gelebt hat, auf dem Hotelzimmer offenes Internet hatte und Outsourcing-Abteilung von dort aus leitete. Ja, es gab mal einen, der hat dort wie mit Jamba so Klingeltöne gebaut. Internet geht nur über Sky, also Satelliten-Internet, das hat die Botschaft auch. Das kann funktionieren. Internet über eine Landleitung ist auszuschließen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die IT, ich glaube, dass es eine unglaublich hohe, große Elite gibt, die wirklich richtig krass an Fähigkeiten ist. Das kennen wir aus dem Darknet, da ist auch eine sehr hohe Aktivität an Nordkoreanern. Und auch, da sieht man, was dort an in Aktivitäten ist. Also ich glaube schon, dass sie sehr, sehr gut ausgebildet sind, aber die uns natürlich nicht gezeigt wurden oder wir überhaupt nicht in Kontakt treten dürfen. Outsourcing, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ich finde es interessant, weil die eine extrem hohe Schulbildung haben, auch ein sehr hohes künstlerisches Verständnis. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur im industriellen Bereich funktioniert, sondern im medialen Bereich, Bildproduktion, Videoproduktion, Texte, sonst was, Übersetzung. Auch unsere Übersetzer, die wir von der Partei dabei hatten, die waren extrem gut, fast akzentfrei Deutsch gesprochen oder Französisch oder Englisch. Also daher hatten wir, konnten wir sehen, dass dort eine sehr, sehr gute Ausbildung existiert. Wie viele das sind, lässt sich aber extrem schwer definieren. Gibt es sonst noch Fragen zu Nordkorea? Es ist ein auf alle Fälle ein Land, wo man hingereist sein sollte. Man kann dort Touristenvisa beantragen mit Reisegruppen. Es ist eine Zeitreise und es ist so ein stiller Hilferuf auf der einen Seite, auf der anderen Seite nach innen natürlich muss man da sehr sensibel sein, was man an Informationen kommuniziert, mit wem man redet und wie man redet. Es gibt dort eine Entwicklung, die ist sehr, sehr punktuell. Das Smartphone-Netz ist das eine, aber der Bedarf an Fremddevisen ist sehr, sehr groß und man versucht dort natürlich alles möglich zu machen, was wirklich möglich ist. Das nicht besonders viel ist.
Digitaler Detox wirst du ihn dir regelmäßig geben. Also klar, es war natürlich dadurch, dass wir Tag und Nacht beschäftigt waren und aufgrund der Möglichkeiten auch im Hotel habe ich endlich wieder mal Tischtennis spielen können. Nick, das wird immer schwieriger für dich, umso öfter ich nach Nordkorea reise, mich zu schlagen. Ich glaube, ich finde Digital Detox gut, habe aber einfach bestimmte Dinge vermisst, die sehr praktisch waren, nachzulesen, zu informieren, sich auszutauschen. Das ist dann schon etwas, was ich nicht missen möchte, grundsätzlich, aber auch eine Woche in den Bergen ohne Telefon kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt ja ein Internet in Nordkorea, das ist eher so ein Intranet. Man kann da Dinge nachlesen, man kann da Filme schauen, man kann dort auch in einem sogenannten Social Network sich austauschen, aber es ist natürlich extrem reglementiert und Austauschen ist auch nicht wirklich der Fall. Es ist alles kontrolliert und die Leute haben auch Angst davor. Es gibt keinen richtigen Untergrund, es gibt keine richtige Kriminalität, also es gibt Kriminalität, aber auf einem sehr geringen Niveau. Es gibt auch keine Arbeitslosigkeit, weil sie alle Steine teilen müssen. Die Armut auf dem Land ist schon sichtbar. Ein Mitarbeiter in einer Fabrik in Kaesong verdient 175 Dollar angeblich, obwohl das ganze Geld, das in den Fabriken verdient wird, an den Staat gegeben wird. Es gibt auch nur eine Bank dort vor Ort. Nicht besonders viel Zahlstellen. Also es ist alles in allem eine sehr, sehr surreale Welt. Man hat so das Gefühl, dass man in der Truman-Show ist, wo wir sozusagen wissen, dass es eine Truman-Show ist, aber die Leute dort drum nicht. Also da gibt es ganz viele Trumans, aber wir können das von außen beobachten und das ist wirklich absolut skurril. Ob das Lebensmittel sind, ob das Kultur ist, ob das Sichtweisen auf wirtschaftliche Entwicklung, auf Kriege, auf Ausgang von diplomatischen Themen ist, also das ist nicht nachvollziehbar, aber es ist interessant und das ist über mehrere Generationen dort so gelebt, was dazu führt, dass natürlich Nordkorea eher eine Wiedervereinigung gegenstreben würde, als es Südkorea will, weil die Kosten für eine Wiedervereinigung so utopisch sind und ein weites über dem liegt, was unsere Wiedervereinigung zwischen Deutschland, West- und Ostdeutschland lag. Während wir in Nordkorea waren, war Theo Weigel mit einer Delegation in Südkorea und hat über die Kosten gesprochen. Also es ist abstrus, was man da aufholen müsste, allein an Infrastruktur und auch an Bildungsthemen bezüglich dieser Welt, die es da draußen gibt. Weil Nordkorea weiß gar nichts, was drumherum passiert. Ein paar Chinesen, die einreisen, ein paar Touristen, ein paar Wirtschaftsdelegationen, aber das ist wirklich alles sehr homöopathisch, was dann Einflüssen kommt. Ich habe das Interview leider nicht gesehen, hatte gehofft, dass ich ihn auf dem Flug zurücksehen konnte, aber gab es leider nicht beim Lufthansa-Programm. Ich werde mir auf alle Fälle die nächsten Tage mal anschauen. Also die Welt dort ist komplett abgeschirmt und das ist de facto so. Und da wird alles für getan, dass das auch so ist, bleibt. Wenn man denkt, dass ist jemand gestorben oder wurde hingerichtet, es sind ganz, ganz wenige Menschen nur hingerichtet worden, von denen wir wissen, oder denen wir gesagt haben worden, die landen dann in einem anderen Landkreis. Da wird auch sehr viel Propaganda aus dem Westen gemacht. Der Onkel, der ist wirklich hingerichtet worden. Viele andere, die angeblich hingerichtet wurden, sind dann wieder als Außenminister aufgetaucht oder haben andere Jobs gehabt oder sind in einem anderen Landkreis gewesen. Also da ist die Welt schon sehr, sehr auch reglementiert, was an Informationen rausgeht. Und da wird auch viel in den Westen geschubst, was man im Inneren gar nicht so hat. Gut. Zeit ist so langsam um. Ich kann gerne noch so zwei, drei Fragen beantworten, wenn jemand was hat. Sonst im Nachgang natürlich sehr, sehr gerne. Vielleicht kann ich auch noch mal eine zweite Runde machen, wenn wir Fragen sammeln und kann das auch auf der Seite smg.rocks/nordkorea unten drunter packen. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, euch die Bilder noch mal anzuschauen, den Hangout dann auch noch mal als Video anzuschauen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei wart.
gibt noch ein paar spannende Reiseziele für mich, wo ich hin will. Und ich werde auf alle Fälle nächstes Jahr nochmal nach Nordkorea reisen, um zu schauen, was sich dort entwickelt hat und auch die Gespräche, die ich hatte, nochmal weiterführen und zu gucken, ob was da wirklich hintersteckt und inwieweit das ein Hand und Fuß hat. In diesem Sinne, euch allen einen erfolgreichen Nachmittag und bis bald.